Ach Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Okay, Leute, jetzt nochmal. Herzlich willkommen hier zurück zu Firewatch, Folge Nummer 14. Die letzte Folge war ein bisschen scheiß gelaufen, meine Festplatte war voll. The fuck? Nach jetzt irgendwie knapp einem Jahr aufnehmen. Ich habe die seitdem nicht mehr ein bisschen, ihr wisst schon, runtergeschmissen, weil das eine komplette nur für YouTube-Platte ist mit einem fucking Terabyte. Ja, die ist heute voll geworden. Eben gerade. Ziemlich krass. Ein Terabyte trotz Shadowplay ist schon ziemlich heftig. Jedenfalls habt ihr in der letzten Folge 4 Minuten verpasst. Und zwar wie wir eine Tasche gefunden haben. Meine Korea-Mütze liegt dort auf dem Boden. Wie wir eine Tasche gefunden haben, wo der Schlüssel für dieses Cave war, wo wir jetzt reingehen werden. Ja, und hier war ein Typ auf meinem Lookout und hat mir hier einen Walkman dran geklebt. Wir benutzen noch Walkmans. Und da war halt drauf, wie geschnitten wurde, dass ich und Delilah, also Henry und Delilah, sorry, gesagt hätten, dass wir irgendwie den Wald abfackeln oder beziehungsweise dieses komische Lager. Also ist schon alles ziemlich merkwürdig. Jetzt fasst er wieder das Holzding an. Aber wir gehen ja jetzt runter in diesen Cave und das wird wahrscheinlich das Finale sein, Leute. Ich sehe es kommen. Was will ich denn mit dem Ding, Alter? What the hell? Okay. Ah, das ist anscheinend unser neuer Kompass. Wir müssen jetzt zu diesem Cave. Da war im Thunder Canyon, da. Okay, das heißt, wir müssen Nordosten. Da gehen wir dann den Weg lang und sind dort. Ja, Leute, ist immer noch ziemlich komisch, die Story. Weil die lassen sich da irgendwie von vorne bis hinten verarschen. Und wahrscheinlich auch noch wegsperren. Also ich bin echt gespannt auf die Auflösung. Vor allem, was am Ende mit Julia ist. Wisst ihr, was ich meine? So. Weil, ah, das ist die letzte Note, die ich vergessen habe. Okay, Hammond guy couldn't take it, so I locked up his lockout and put some stuff in the box. Found one of those bars you liked hiking into the park, but let's get fucked when I'm back. Lol. Die beiden haben ja so eine richtige Bromance, oder? Kann das sein? Ja, wie die das halt am Ende auflösen mit Julia und dem ganzen Scheiß, weil du bist hier für einen Job und hast da deine Frau zurückgelassen. Oh. Hä, ich hab's doch geklärt, oder? Nee, hä, lol. Und ja, und jetzt gehe ich irgendwie bald in den Bau für Sachen, die ich nicht getan habe. Es ist alles ziemlich merkwürdig. Naja, bis jetzt hat ja noch keiner die Cops gerufen. Also, wir machen ja immerhin noch unseren Job, eigentlich. Gut, also ich muss hier runter und dann weiter hochlatschen. Okay.
Ich bin gespannt, ey, ohne Scheiß, ich bin wirklich gespannt, was jetzt in dem Cave ist. Stell euch mal vor, in dem Cave ist Julia. Nein, als ob, was sollte die da machen? Oder Daniel, der Krankenpfleger, wie krass wäre das? Das wäre übel der Mindblow. Ey Leute, ich bin kurz davor, nach 2 Jahren, 3 Jahren, wo ich jetzt YouTube mache. 2 Jahren? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine ganze Zeit. Jetzt das erste Mal ein fucking Spiel durchzuspielen. Live. So Let's Play-mäßig. Also hier, es muss gefeiert werden. Irgendwie. Mal gucken, ich weiß nicht, ich organisiere was, Leute. Ich organisiere was. Spürt ihr die Spannung? What the hell? Jesus, this is a big cave. Oha, Alter, diese... Es war doch klar, dass es hier natürlich jetzt so eine enge Höhle sein muss, oder? Naja, ich habe meine Axt dabei. Vielleicht kommt es ja mal... Oh, Leute, das... Ich wette 100 Euro, dass das runterbricht, wenn ich jetzt als gut gebauter Holzfäller da drauf springe. Und? Willst du mich verarschen, Alter? Hör doch auf. Ja, schrei doch direkt mal durch die Höhle. Hallo, ich komme jetzt. Alter, wie groß ist diese Höhle, Mann? Ein Schuh. Dann mache ich erstmal ein Foto. So. Scheiße, ich hätte eigentlich von dem Rest auch Fotos machen können, oder? Wenn ich jetzt darüber nachdenke. Vielleicht hätte das später geholfen, so beweismäßig oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich jetzt schon zweimal kurz hintereinander gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ja, okay. Wie viele Zwischensequenzen wollt ihr denn noch reinhauen, ey, ich würde mich wirklich sicherer fühlen, wenn ich die Axt irgendwie... ausrüsten könnte oder so. Tausendmal sicher werde ich mich fühlen, Mann. Ja, und nur hier landet gleich ein Ufo oder was? Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ah, Leute, ey, ich dachte ehrlich, wir sind jetzt so nah dran. Ich will den Scheiß jetzt. Oh Mann, ich habe schon wieder vergessen, den Timer anzumachen. Ich schau schnell, wie lange wir noch haben. Ja, nice, 5 Minuten haben wir noch. Oh, Timer. 5 Minuten, Start. Okay, Leute, wir sind jetzt hier. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Okay. Was ist denn das, Alter? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin.
built himself a real castle. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. The Goodwins. Nice. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Still. There's some grade-A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Nice, Alter, so richtig Dungeons and Dragons. Old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Ey, das ist ja wirklich richtig nice, Alter. Huh, Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. He left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Backpack Retrieval Plan Mark 4. Alter, das ist ja echt nice. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying, I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Nice. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Krass, alter Junge. Ey, wer, oh mein Gott, Edward mit den Scherenhänden, Krass, Mann. Ey, so einen Scheiß habe ich früher auch gemacht als Kind. Ah, Leute, Leute. Ey, die Zeit ist schon wieder um. Dann beende ich hier die Folge. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dabei, wir sind wirklich kurz vorm Ende. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, haut rein.